Mahlzeit, Freunde. So, Location-Wechsel. Wie im letzten Video schon angekündigt, sind wir noch in dem Pflegeheim, was hier um der Ecke ist. Mal schauen, was davon zukommt. Kurz und schmerzlos, wir gehen los. Viel Spaß euch, wir sehen uns am Ende wieder. Das erste natürlich, was man traurigerweise wieder sieht. Zerstörung pur. Aber das hat man mir schon vorher angekündigt. Auch diese Location wurde mir vom Kanal Kranicher empfohlen. Grüße gehen nochmal raus, oben nochmal verlinkt. Schaut unbedingt mal bei ihnen vorbei. Ja, das ist gleich das Gebäude am Eingangsbereich. Brauchen wir uns gar nicht groß aufhalten. Schauen wir hier. Ja, also wenn man sieht, wie es hier vorne schon aussieht, dann kann man sich schon denken, was dann weiter auf uns hier zukommen wird. Ja, das war hier der Friseur. Schöne alte Furnierholzschränke. Dann hast du hier gesessen und hast dir die Haare föhnen lassen. Ach so, im Übrigen, ja, gleich mal so. Das ist das neue Gimbal von DJI. Ganz kurz, ich hatte vorher das Rollei, totaler Schrott. Das Ding hatten wir beim Urlaub bei, hat ziemlich anspruchsvoll gelitten. Ja? Bisher muss ich aber sagen, top Teil. Aber ich werde dazu erstmal noch nichts äußern. Ich habe bei Rollei den Fehler gemacht, dass ich nach 2 Wochen ein Video gemacht habe. Und genau nach diesem Video hat es angefangen zu spinnen. So, das ist aber ein anderes Thema. Weiter geht's. Ich höre jemanden, ich sehe keinen. Da steht da einfach ein Kind. Und noch ein Kind. Wo ist Mama? Na? Warst du mit dem Keller? Ja, kannst du in den Keller gerne runtergehen? Ich gehe nicht in den Keller. Und das passiert mit alten Fußboden. Das ist gutes altes Linoleum. Bei meinen Recherchen bin ich auf Bildern gestoßen, da war die Schranke da noch dran. Ja, es gibt da so ein paar interessante Seiten und da hole ich mir immer Infos her. Einmal die Seite von Reisereiner oder auch Pixelgranaten. Da finde ich es gut, die haben Fotos von ihren Locations, die sie aufgesucht haben. Und dazu gibt es immer noch einen Artikel, wann diese Gebäude oder diese Areale gebaut wurden, wann es abgerissen wurde und was da mal los war. Da hole ich mir zum Beispiel meine Infos her und natürlich auch aus Zeitungsartikeln und versuche mal nach bestem Wissen, das in unsere Videos mit einzubauen. Aber ich sage auch immer wieder, auch mir können Fehler passieren. Wenn ich mal was falsch gesagt habe oder es nicht weiß, ihr könnt mich gerne korrigieren. Ja, das sage ich immer, alle Angaben ohne Gewähr. Ich versuche halt mein Bestes. Und was ich auf jeden Fall weiß, wir waren ja das letzte Mal in der Kapelle und da waren wir nicht allein. Das habt ihr ja vielleicht gesehen, da müssten die Leute, hört man da auch. Und die sind jetzt auch hier. Die haben allerdings den Fehler gemacht. Die haben ihr Auto direkt vor dem Gelände, wo man reinkommt, abgeparkt. Das sollte man allerdings nicht machen. Weil wenn ihr doch mal der Wachschutz vorbeifährt oder die Polizei, also so würde ich machen, würde ich dort anhalten und mal schauen, warum steht denn da ein Auto? Wo sind die Leute dazu? So, weiter im Text. Kurz zur Geschichte dieses Geländes. 1936 wurde hier ein Kasernengelände angelegt, in das zunächst eine Sperrballoneinheit der Luftwaffe einzog. Im Jahr 1940 wurde sie in eine Ausbildungsabteilung für Sanitätspersonal umgewandelt. Bis Kriegsende war die Einrichtung auch gleichzeitig ein Lazarett. Auf dem Friedhof in der Nähe ruhen 1033 deutsche Soldaten und Flüchtlinge,
die hier gestorben sind. Zuletzt befanden sich hier 38 Baracken. Kurz nach Kriegsende waren einige Baracken zerstört worden. Die verbliebenen 22 Baracken wurden ab 1946 als Unterkunft für Umsiedler genutzt. Ab 1947 kam eine Krankenstation hinzu. 1948 wurde daraus ein Feierabendheim, aus dem im Jahr 1953 das Pflegeheim entstand. Ab 1954 wurde es als Pflegeheim geführt. Von 1956 bis 1958 wurden einige große Gebäude errichtet. Bis zu 1200 alte und pflegebedürftige Menschen wurden im Pflegeheim untergebracht. 1990 waren es noch rund 600, die unter denkbar schlechten Bedingungen dort lebten. Heute gehört das Gelände dem Landkreis, der dafür einen Investor sucht. Wenn es nach dem Landkreis ginge, würde er es komplett abreißen, aber wie es so oft der Fall ist, hier fehlt einfach das Geld. Ja, und wenn man sich das Gelände so anschaut, dadurch, dass hier über die Jahre ziemlich viel zerstört wurde, geklaut wurde, noch mehr zerstört wurde, die Häuser sich selbst überlassen sind, dadurch auch zerfallen, wird derjenige, der das Gelände kaufen möchte und das wieder ins Leben zurückholen möchte, sehr viel Geld investieren. Daher denke ich auch, dass es irgendwann so weit kommen wird, dass das Gelände einfach nur abgerissen wird und eine neue Nutzung. Ich will hier raus. Voll bis oben hin, ey. Oh, pfui. Du bist eiskalt, wa? Ja, hier war mal irgendein Aggregat drin. Ich hab selbst meine Taschenlampe an. Vorsicht, ja? Hier, guck mal die Wände an. Alter. Und? Hier geht's runter, Vorsicht. Hey Schatz. Boah. Ey, was ist denn für eine riesen Unterkellerung hier? Ja, wird hier gepennt? Vielleicht kommt man da ja raus. Entweder haben sich hier welche Scherzerlaub eine Bude gebaut oder ich habe tatsächlich mal innerlich geschlafen. Muss aber schon ganz schön lange her sein, so wie die Decke aussieht. Was ist das hier? Ein Salzstreuer. Ja, bestimmt mal einer kennen. Guck mal, hier stehen noch Kerzen in der Ecke. Vielleicht ein Obdachloser oder Kinder. Zigarettenstummel liegen hier rum. Ah, oh, Scheiße! Ah, oh, mein Schädel! Nein, Robin! Wie? Was ist das denn? Physio. Psst. Psst. Ja, ich habe ja gesagt. Wir sind hier nicht allein. Ich habe mich gerade stumm gehört. Oh nein, Alter, ich fasse es nicht. Guck mal da links, diese scheiß Graffiti. Ja, könnt ihr euch denken, welches Graffiti ich meine? Ich blende es diesmal nicht ein, dieser komische Scheiß da, der in jeder Location ist. In einem Video habe ich es erwähnt, unter anderem wurde ein historischer Bunker damit versaut. Keine Location, wo der nicht unterwegs ist. Vor allem ist es immer das Gleiche. Jetzt nicht mehr. Schöne alte Waage. Allerdings fehlt da was.
Nee, ist noch alles dran. Schatz, die funktioniert so ja noch. Die ist von 1953, die ist so alt wie meine Mutter. Ah, Leute, ihr habt die Geräusche eben gehört. Wenn man die Geräusche hört, dann ist man erstmal ruhig und ortet, versucht zu orten. Wir sind nicht alleine hier, schon vergessen? Also ein bisschen aufpassen. Das kam hoch, Bursch. Ja, dann geh doch einfach mal. Kann ich denn so kommen? Der drängelt nicht vor euch, beruhigt. Überall gibt hier diese scheiß Welt. Was ist das denn? Ja, das sieht aus wie Fell, das liegt hier überall rum. Ich habe erst gedacht, die Dämmwolle von der Heizkörper, aber das ist ja dann auch. So, hier haben wir ein Sieb. Ach, hier ist die Küche. Eine echte Miele. Das ist die Hülle, von dem ihr redet hier. Okay. Nee, Waschküche. Ja. Hier wurde wohl damals lecker gekocht. Gekocht? Ja, das ist die Küche. Siehst du, hier standen die Herde. Das waren die Kochzeilen gewesen. Dann ist hier bestimmt irgendwo auch. Deshalb liegen mich hier diese Siebe rum. Die Siebe waren ursprünglich nämlich da oben drin. Und das ist hier die Abzugshaube, hier siehst du noch. Siehst du hier, da sind noch die Siebe. Erbsensuppe. Schon wieder. Das musste ich jetzt die letzten 7 Tage essen und abends Toast mit Butter. Ha! Und jetzt die nächsten 10 Tage noch, wenn sie ja heute meckern. Okay, ich nehme einmal Erbsensuppe mit 2x Bockwurst. Oh, lecker, ey, im Sprühbodenformat. Danke, später. Zum Abendbrot. Da gibt es bestimmt dann auch wieder Erbsensuppe. Erbsensuppe mit einer Scheibe Brot. Oh, freue ich mich drauf. Noch ist Spon. Ein bisschen Humor muss ja auch sein. Ja, dann würde ich mal sagen, das hier ist der Speisesaal. Schön mit Fischgrätenparkett. Mal die Wände an, der Putz hier runterkommt, die Tapete ist schon weg. Na, das Ding steht jetzt seit 1900. Oh, jetzt muss ich lügen. So lange ist das Ding schon dicht, glaube ich. Ja. Zumindest wurden 2003 die alten Baracken abgerissen und ein neues Seniorenheim errichtet, was unmittelbar hier neben steht. Da waren wir schon. Ist ja phänomenal. Das ist hier, glaube ich, dieser Raum für 400 Gäste gewesen. Mit Bühne. Haben wir. Da
waren die Logenplätze für die besonderen Gäste. Krass. Leute, ich bin immer wieder faszinierend, wenn so die Farbe von den Wänden abblättert, das sieht so geil aus. Und wenn man dann so Fotos macht in so einer bestimmten Sepia- oder Schwarz-Weiß-Variante, einfach nur geil. Lass uns mal wieder zum Rest gehen. Ja, die anderen, die mussten jetzt wieder woanders warten, an der Küche, wo wir waren, weil ihr nicht erst gesehen habt, da wo wir jetzt sind hier im Raum. Hier ist ja alles voller Scherben. Vorhin. Da. Das ist nicht gut für den Hund. Ja, Schatz, da hinten ist die große Bühne. Die riesengroße Bühne. Da könnte man jetzt rumlaufen, dann kannst du da auch noch mal reingucken. Ich guck mal, ob wir da hinten raus können. Oh, guck mal, da kann man hoch. Leiter. Eigentlich will ich da nicht hochheben, weil das ist bloß ein Dachboden. Nee. Ist der Dachboden. Dachboden ist immer langweilig. Da steht meistens immer bloß ein Sessel oder eine Couch und das war's. So, hier kann man die Treppe runtergehen und die Tür ist zu. Und hier kann man aus dem Fenster gucken. Hey, ich habe eine Nachricht. Tja, da unten sind wir rein. Also da sind wir eben rein und da könnten wir jetzt raus. Und da ist die Tür zu. Also den ganzen Weg wieder zurück. Echt? Okay. Nee, ich denke mal, dass wir da nicht rauskommen, weil da ist die Tür und die ist bestimmt zu. Oder kann man da... Ja, ich habe nichts gesagt. Okay. Ich habe nur die Tür gesehen und nicht, dass daneben noch die andere Tür ist. Ich habe nichts gesagt. Da konnten wir mal durchgehen. Sterne. Was ist das denn? Kubik. Kein Bunker. Ja. Ich weiß jetzt nicht, was das mit den 160 Kubik auf sich hat. Ach, guck mal. Schatz. Ja, hier brauchen wir ja nicht weitergehen. Den hast du mir gerade von der anderen Seite gezeigt. Da waren wir gerade drin. Ey, das da ist ein Wasserbunker. Da wurde Wasser eingespeist. Ganz vergessen, Mann, das Ding war noch autark. Hier gab es Apotheke und Friseur. Friseur ist ja das, was vorne war. Und das ist hier 160.000 Liter Wasser. Ja, die waren unabhängig gewesen. Hier gibt es, glaube ich, auch keine Kanalisation. Auf der Straße haben wir mich gesehen. Da gibt es so einzelne Stellen, wo die Kacke abgesaugt werden kann. Das kenne ich bei meinen Eltern auf dem Dorf. Da ist das auch so.
gesagt, Dorf kennt man so, da hat man eigentlich eine Grube. Die Gruben wurden aber vor Jahren dort abgeschafft. Die haben jetzt eine Kanalisation. Allerdings wird da die Scheiße auf einen Berg gepumpt. Da ist ein großer Sammelbehälter. Und da kommen dann immer eine Woche die LKWs die Kacke abpumpen. So ähnlich ist es wahrscheinlich hier auch gewesen. Auf jeden Fall ist es ein sehr großes Gelände und bin mal gespannt, wie lange das Video wird. Könnten zwei Teile werden. Da hat es vorhin nicht geschafft, den Gulli zu klauen. Aha. Also entweder hat hier einer Kunst fabriziert oder, ja, war ja klar, man braucht eigentlich bloß auf den Boden gucken und schon weiß man es. Ah. Also, was ist das? Richtig, wie es ja auch gerne mal auf Lost Places so ist, könnt ihr euch erinnern, wo wir, oh, jetzt hatte ich fast den Ort gesagt, die Radarstation, wo wir waren, Softgun oder wie die Dinger heißen. Ey, das ist für so eine Barriere, wo sie hier mit ihren Ping-Pings und Herdballern. Wisst ihr, was ich richtig geil finde? Ey, überall hier kann man es sehen. Da, oh, das ist jetzt mal scheiße. Überall stehen die Goodies halb raus. Das sieht echt so aus, als wenn die welche die Goodies klauen wollten. Aber die hatten das hier nicht, was ich auch nicht habe. Das nenne ich mal ein Heizkraftwerk. Ey, echt, das ist wirklich, ja. Die hatten hier alles alleine, komplett selbstversorgt. Und haben sie denn abgerissen? Haben sie denn abgerissen? Nee, das soll stehen lassen. Stehen lassen. Das ist ja, sagt nebenan, wurde ein neues Altenheim gebaut. Das grenzt genau hier an. Und ist viel kleiner als das alte Ding. Und naja, die Zustände halt, die waren wohl in den letzten Jahren hier nicht mehr so rosig gewesen. So, und naja, haben die halt ein neues gebaut. Ich muss die ganze Zeit aufpassen, dass ich den Namen nicht sage. Und haben das alte Ding, das ist ja, wie gesagt, in den 30er gebaut worden, in der DDR erweitert worden, aber die DDR-Gebäude selbst sind eigentlich gar nicht so interessant. Und haben es dem Landkreis dann abgeschoben. Und der kümmert sich seitdem nicht darum. Wenn es nach dem Landkreis geht, halt, der will ja nur mal abreißen. Und wo fehlt es immer? Das ist wie mit den Denkmälern. Hier. Knete. Deshalb ist das so. Vorsicht jetzt. Direkt ab. Ist das überdimensional? Sich mal in diese Anlagen an. Es sind schon ein paar große Exemplare und die haben das ganze Areal hier mit heißem Wasser und Heizung versorgt. Alter. Kannst du richtig rinkrabbeln in die Teile. Wow. Gut, wie jetzt genau so ein Ofen funktioniert, weiß ich nicht. Warum auch? An die Heizöfen. Das ist das Heizkraftwerk. Das hier hat die ganzen alten Häuser da hinten mit Strom, Wasser und. Nee. Wasser. Heizung. Okay. Die werden auch eine eigene Stromversorgung haben. Okay. Da sollte man doch. Nee, das lassen wir mal mit dem hochheben. Hallo Frau! Ja, also hier ist auf jeden Fall alles voll mit Glasscherben, ohne Ende, alles eingeschlagen. Ja, tut mir leid, Hund. Wir kommen wieder runter. Was mir auf jeden Fall auf dem Gelände ganz so aufgefallen ist, ja? Grillkohle-Sack.
Kleiner Grill für unterwegs, das liegt hier überall rum. Und mal schnell einen Grill gebaut. Hier sehen Sie einen schönen, großen, leeren Raum, der auf jeden Fall richtig schön kühl ist. Da hinten ist noch ein Spind von einem Mitarbeiter. Wer ist das denn? Tja, keine Ahnung, kenne ich nicht. Geschmacklos. Nachdem wir hingetreten, kriegen wir nicht mehr auf. Na los. Hier ist sowieso nicht mehr ausgeräumt, leer geräumt oder zerstört. Das ist noch die Schaltelektronik. Einspeisung 31321221222. Ab zum nächsten Gebäude. Wo sind wir hier rausgekommen? Da geht's raus. Hallo, langweilt ihr euch? Gut, das hier. Hier. Nee. Hier ist nichts. Hier können wir wieder kehrt machen. Da ist nichts drin, das ist leergefegt, da ist gar nichts mehr. Hier ist bloß einfach nur Halle, die schon kühl ist. Okay. Okay. Das ist jetzt aber komisch. Hier ist alles zugewachsen und das ist hier freigeschnippelt worden. Kesselhaus. Das ist so. Aber hier ist doch alles freigeschnitten. Komisch. Schauen wir mal, ob wir woanders reinkommen. Das sieht geil aus. Kann auch nicht reinfilmen. Tja, dann bleibt uns der Weg hier rein wohl verwehrt. Muss ja irgendeinen Grund haben. Also ist komisch, alle Türen sind offen zu jedem Gebäude. Habt ihr gesehen, auf der anderen Seite bei der Tür wurde alles freigeschnitten und ist auf jeden Fall richtig verrammelt und verriegelt. Und hier haben wir eine Kette mit einem nicht gerade billigen Vorhängeschloss davor. Tja, nun gut. Ihr wisst ja, wo wir nicht reinkommen, gehen wir auch nicht rein. Aber der Schornstein, der ist offen. Und hier haben wir wieder ein Kabelmonster. Zumindest die Nachbehaltung. Schornstein von innen. Da kletter ich garantiert nicht hoch, das kannst du vergessen. Nein, ich dachte, man kann
Krieg einen Kotzkrampf. Nee, geht nicht. Von innen kann man nicht nach oben klettern. Das sah so aus. Wäre das besser abgesichert, dann würde man da hochgehen. Gut, dann bewegen wir uns jetzt langsam nach vorne vor. Was geschah im Kesselhaus Nummer 14? Wir werden es wohl nie erfahren.